Hallo und herzlich willkommen zu einer wunderschönen neuen Folge von Shiny hat keine Ordnung auf seinem Tisch. Wir spielen jetzt mit irgendeinem Tated Character am besten. Und mal wieder muss ich nachgucken, was los ist. Ich bin ja für Tainted Apollyon, aber ich weiß ja nicht, wie viel Tainted Apollyon noch übrig hat. Bethany, Forgotten, Apollyon, Tainted. Wisst ihr was? Gehen jetzt zu The Beast mit Apollyon. Tainted Apollyon. Hab ich gehört. Nee, den. Spielcrash. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer Folge von Shiny hat das Spiel neu gestartet. Und wird's gleich nochmal tun. Hallo und herzlich willkommen zu Versuch Nummer 3. In dieser Folge werden wir einfach die Tür... Tür, was? Werden wir einfach nochmal von vorne versuchen. Ein ganz eigener Run. Man kann hoffentlich nichts crashen. Hoffentlich. Wenn nicht, dann wird es gar kein Isaac-Video. Das nehmen wir mit. So. Also, warum habe ich keine Ordnung auf meinem Tisch? Ja, ich habe wieder Kabelsalat. Also das habe ich ja öfters. Ich bin mir nicht sicher, ob ich diese kleinen Orbital von den Gegnern da so angreifen sollte oder ob ich einfach auf die anderen fokussieren sollte, damit die von alleine sterben. Aber ich denke, das ist so eine Sache, die werden wir sehen. Mit den Augen, die Apollyon nicht hat. Oder Tainted Apollyon. Gute Pille? Ja. Auf jeden Fall keine schlechte Pille. Das war eine schlechte Pille. Das war auf jeden Fall eine schlechte Kiste. Zwei geile Bomben haben wir zurück. Und dann... Muss man mal überlegen, wollen wir durch die... neuen Ebenen? Also eigentlich ist das eine ziemlich nette Idee, aber ich weiß nicht. Ist da irgendwo ein Tinted Rock bei... Nein. Also springen wir einfach so, dass wir leichter durchkommen. Scheiß auf die Bomben. Wir werden sowieso noch irgendwo eine finden. Oh mein Gott, was seid ihr denn? Ach ja, wir finden noch Bomben. Auch wenn sie legen. Stirb. Hau ab. Stoleheart. Erfolgreich verloren. Naja, wir kämpfen nur gegen den Duke. Und ich merke, ihr hört wieder keinen Sound. Ich werde das gleich ändern. Nach dem Fight. No, der Sound ist nicht allzu wichtig gerade. Es ist nicht allzu wichtig. So, dann einmal raus. Dann mache ich wieder so. Dann das. Dann gucken wir einmal, ob in Sacrifice Room noch irgendwas ist. Ja, ich habe so lange gebraucht, um herauszufinden, dass es Sacrifice Room heißt. Ich bin der deutschen Sprache mächtig. Habe ich gehört. Wenn ich noch eine Bombe wüsste, wo das Secret Room, Super Secret Room ist. Aber ansonsten könnt ihr es schön selber herausfinden. Was auch immer das war. Yay. Yeah. Okay, ich glaube, ich weiß tatsächlich, wo gewisse Performance-Issues herkommen könnten. Ob das überhaupt Performance-Issues sind. Ich fühle mich nämlich auf jeden Fall mega langsam. Ich habe nämlich im Hintergrund noch Minecraft offen. Aber halt, nicht Fullscreen.
im Main-Menu. Ich habe nämlich einen Dragonblock C-Modpack gefunden, wo ich relativ aktiv drauf spiele. Oder spielen will. Es ist Dragonblock Zero S. Wer hätte gedacht, das ist der offizielle Mod-Pack-Server-Ding. Ja. So oder so ähnlich. Die Leute sagen, ich bin sehr langsam, weil du kannst wohl in 3 Stunden ein höheres Level erreichen, als ich jetzt in, keine Ahnung, 3 Tagen habe. Und ich weiß auch genau, woran das liegt. Bin ungeduldig und dazu fehlt mir Ausdauer. Und deswegen sehe ich etwas. Und dann hole ich mir dieses Etwas. Und dann mache ich das, was ich zuerst machen wollte. Blood of the Matter. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Oder aussprechen soll. Macht mich sehr unsicher. Apropos unsicher. Wir sind fast tot. Und ich dachte, ich will in den... Moment, wie heißt es? Curse Room. Ich glaube, ich habe zu lange kein Isaac mehr gespielt. Aber hey, wenn ich so drüber nachdenke, ich habe immer Probleme damit, die Isaac-Räume richtig zu benennen. Also, was soll's. Kann auch nichts heißen. Yo. Charge Penny. Ich hätte gerne etwas, das mir damit auch was bringt. Zum Beispiel ein Buch, was mir Soul Hearts gibt und die Bosse durch Bosse ersetzt, die mir ein gewisses Item geben, was ein 4-stufiges Upgrade ist, hat. Und mein letztes Achievement ist, das mir fehlt. Ja, ich rede von Super Bandage. Ich hab die noch nicht. Will die haben. Die ist nämlich tatsächlich sogar super gut. Ja. Ein Shiny will gute Dinge haben, wisst ihr? Ich lebe aktuell in leichter Angst, um jetzt mal das Thema zu wechseln. Meine Umstände und die meiner Freundin wollen von mir, dass ich zu Hause ausziehe. Und ich habe sehr große Angst davor, allein zu leben. Nicht aus den üblichen Gründen, sondern weil ich 100% weiß, dass ich mich selbst umbringen werde dabei. Also im Sinne von, ich werde kein Stück dran denken, dass ich essen muss und alles. Das wird mir einfach nicht in den Sinn kommen. Bin zu blöd dafür. Weil ich bin ja jetzt schon zu doof dazu. Wisst ihr? Oh. Oh, ich glaube, ich verstehe, warum. Das ist quasi eine... Also warum die Planetarium-Chance? Das ist quasi eine... Dingensebene. Moment. Champions nehme ich. Klar. Enemies have a 7% chance of spawning ghosts that chase Isaac and explode. Na, nee. Nee. 2 Vanity sind mir genug. 2 Vanity sind mir genug. Bin mir nicht mal sicher, ob ich die überhaupt brauche. Ich weiß, was zu machen, keine Sorge, aber ich weiß nicht, ob ich sie brauche. Angstvolle Suppe. Könnt ihr bitte? Könnt ihr bitte so verschwinden, dass ich nicht in die Suppe treten muss? Nein, das ist total verloren. Gegangen. Trauriges Leben. Was hast du? Klar. Oh nee, da ist eine Goldbombe verschwunden. Was soll das denn? Warum verschwindet nur das gute Zeug? Ist es die gelbe Suppe oder ist es die blaue Suppe, die mir Schaden macht? Ich weiß es nicht. Jo, Eisflocke. Eisflocke? Das ist eine Schneeflocke. Muss aber sagen, mein Gameplay ist gerade Top-Tier.
Achso, wir müssen vor großen Räumen aufpassen, denn ich will diesen Chuck echt ungern bekämpfen. Nee. Ich habe auf den Fallout gehofft. Leider hilft das nichts. Kumpel? Sehr gut. Ich sag ja nur, leider bringt mir das nichts. Das ist der Spiegel. Das heißt, wenn wir einen Boss machen wollen, weiß ich jetzt, wo wir hin wollen. Aber nur dann. Ansonsten weiß ich wirklich nicht, ob ich das machen will. Stimmt, hier war ja auch der eine Boss, der das Spiel, ich sag mal, lahmlegt. Muss ich mal gucken. Hoffen wir einfach mal, dass er es nicht ist. Sondern dieser eine Ghost Rider? Horse Rider. Ghost Rider einfach. Oh nein, ich muss morgen wieder arbeiten. Es ist kein Oh nein, weil Hallo? Das ist kein Oh nein, weil ich arbeiten gehen muss, sondern weil auf Arbeit, wir nehmen die Growth Hormones mit. Auf Arbeit. Moment, haben wir gleich. Da besteht eine sehr, sehr, sehr große Chance, dass ich nicht im Lager bin, sondern woanders. Nein. Nimm das Dingsrad hier. Hey, hat mir ausgedacht. Das hier sieht cool aus. Speed up. Dankeschön. Ich habe mitbekommen, dass Revelations Error caused. Danke, Spiel. Vanity irgendwas. Haben wir nicht mehr. Alles gut. Dann suchen wir jetzt den Goldraum. Nee. Irgendwie gehen aktuell die Tage so schnell vorbei. Weiß auch nicht, irgendwie. Irgendwie ist Leben komisch. Ach komm. Kannst du dem Friseur deiner Oma erzählen? Ach komm. Wie gesagt, dem Friseur deiner Oma. Das hier bringt mir nämlich im Gegensatz zu Dingens sogar was. Im Gegensatz zu, wie heißt es? Ach, Mann. Mann! Elfmünzen. Mehr will ich nicht. Kann der ganze Run von mir aus bankrott gehen. Dann krieg ich Sacred Heart in irgendeinem Ding. Ja, ich weiß, was ich gesagt habe. Ich weiß, was ich getan habe. Bitte, bitte nicht. Ich habe sehr große Angst gerade. Es besteht eine kleine Chance, dass ich aus dem Lager rausgeholt werde. Es besteht. Aber auch eine ganz minimale Chance, dass ich im Lager bleiben darf. Weil, so wie ich die Lageleute kenne,
Also erstmal kleinen Kontext. Wir haben ja. Okay. Wir haben ja unsere Filialen und wir haben dazu unsere Produktionsstätte. Ich bin in der Produktionsstätte im Rohstofflager. Das heißt, wir haben für alle alles. Wenn ihr versteht. Und wir müssen dann auch morgen so eine Saatgutsbeutel an die Filialen senden, damit sie Brote nachbestreuen können oder Brötchen. Weil wegen Kosteneffizienz oder sowas. Und die muss, davon haben wir immer ein paar im Rohstofflager rumzuliegen. So ein paar, 20 pro Saat. Plus minus, give or take. Und ja. Wie geht's weiter? Was soll ich sagen? Achso, ja, dann. Das heißt, die müssen auch vorbereitet werden. Und genau das macht im Rohstofflager niemand wirklich gerne, außer mir und einem anderen Mitarbeiter, der aber ständig zu tun hat. Mit anderen wichtigeren Dingen tatsächlich. Also wirklich wichtigere Dinge, also, ne? Deswegen, weil ich jetzt schon wieder einen Tag nicht da war und alles, gibt es eine Chance, weil vor allem auch in letzter Zeit die Filialen super viel von diesen Saatgutbeuteln brauchen. Vor allem deshalb brauchen wir wahrscheinlich morgen wieder wen, der schaufelt. Da das eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt, werde ich, oder gehen wir alle davon aus, dass ich dann den ganzen Tag dafür brauchen werde, ich muss nicht nur das in den Beutel schaufeln, ich muss auch die ganze Sache in unserem Warenwirtschaftssystem verbuchen und haben aktuell leicht Probleme mit und blabliblub. Dauert lang. Das ist so die Kurzform. So, und mit ihm hier werden wir ein bisschen gambeln. Dankeschön. Oh Mann. Ich brauche wirklich Fliegen auf dieser Ebene. Sonst renne ich in Stacheln und alles. Und jetzt krieg ich das Geld, was ich haben wollte. Ist ja mal wieder typisch. Naja. Kumpel. Stipp. Yeah. Bin mir auch ziemlich unsicher, warum alles. Prescription drops a pill. Entering a new room has a chance to use a pill that has been taken before. Okay. Machen wir einfach mal. Was kann da schon Schlimmes bei passieren? Wenn eine Damage-Pill oder Damage-Down-Pille verwendet wurde, dann habe ich ein Problem. Falls man das gehört hat, ich habe gerade mit meinem Kinn das Mikrofon ausgemacht, weil ich konnte den Husten nicht zurückhalten. War nicht lang genug, um meine Finger vom Controller zu heben. Das war eine sehr interessante Experience. Ich habe ein paar Ideen, wo der Goldraum, Secret Room sein könnte. Probieren die erste Idee. Wenn es das nicht ist, dann habe ich keine Ahnung. Und ich habe keine Ahnung. Ich werde einfach mal hier versuchen und dann das Beste hoffen, aber das war's dann auch. Mehr kann ich nicht tun. Vielleicht soll ich nicht so viele Pillen nehmen. Aber es ist verlockend. Sehr verlockend. Okay. Ja. Ich glaube, wir belassen es dabei. Ich habe tatsächlich
ganz leicht Angst vor der Zukunft. Bin ich gerade. Das heißt, ich fasse das kurz. Ich habe eine gewisse Angst. Fuck. Dass aus mir irgendwann ein neuer oder ein zweiter Drachenlord mehr oder weniger wird. Zugegeben, ich bin nicht so inkompetent wie er. Hoffe ich. Aber. Bin ich gerade behaupten, dass ich so viel besser bin als er, wisst ihr? Für mehr Angel die Chance. Oder um den Schlüssel zu voiden. Büssen, wie auch immer. Schlürfen, schlucken. Wiegen. Ja, aber ich werde die Angel-Deal-Chance nehmen. Verdammt. Weil das erhöht auch die Eternal Heart-Chance. Das sind diese weißen Halben. Und das ist gut. Und gut ist gut. Steht ihr? Ich muss jetzt herausfinden, ob ich irgendwie noch an zwei Bomben komme. Eine. Wir machen mal die Ebene zu Ende. Denn vielleicht gibt es einen anderen Ort, wo wir Bomben herkriegen können. Oder Bombe herkriegen können. Zwei wäre vorteilhaft. Als Minimum. Aber eine ist mehr als genug. Dankeschön, 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 Spiel. Ich weiß, ich gebe jetzt Soul Heart damit auf. Bin mir dem bewusst. Aber wie gesagt, ich hab Bock zu gamblen. Und dafür gibt's hier unten einen Bagger. Ihn hier. Dem ich gerne meine Herzen in die Arme schieben würde. Nehmen wir für die nächste Ebene mit. So, und beim Zurückgehen jetzt ganz vorsichtig. Das war nicht vorsichtig. Naja. Jedenfalls holen wir uns alle Herzen, die wir finden. Ah. Und ich kann wieder nur sagen, ich bin sehr positiv überrascht von Mario & Luigi Brothership. Naja. Da. Na, da. Du. Notizen. Okay, das zählt auch für schwarze Herzen. In dem Fall nehmen wir das mit. Oder ihn. Wenn nicht, dann hätte ich ihn richtig hart rejected. Ja. Dann hätte ich ihn eiskalt zu einer Fliege gemacht. Apropos Fliege. Ich wünschte, ich könnte fliegen wie eine Fliege. Denn wir gehen jetzt in diese Ebene. Tomb. Okay. Schade. Ich glaube, das ist einfach ein Pokey. Das ist einfach nur eine Wand, die mich angreift. Verstanden.
Jo, der Boden hat. Der Boden macht einen Pock. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Leicht beängstigend. Oh. Das ist ein Loch. Das war kein Loch. Bisschen beängstigend, aber hey. Paar Herzen kriege ich, paar Herzen kriegt er. Mal gucken, welche er kriegt. Ich habe das Bedürfnis, wieder irgendwas mit einigen Bloons-Mods zu machen, aber ich sollte nicht. Ich sollte nicht. Ich kann höchstens Streams machen. Ich habe andere Dinge zu streamen, wisst ihr? Wie zum Beispiel, was ich heute wieder mitbekommen habe, durch jemanden, der einen Metroid Fusion Skin in diesem Minecraft-Ding hat, was ich gerade angemerkt habe. Der hat einen Metroid Fusion Skin, ich muss Metroid 2 weitermachen. Tears are replaced with a spread of tears of varying size. Das ist einfach nur Monstrous Lunge, aber besser. Junge. Red Health drains over time. Prank. Ja, mit Prank komme ich klar. Hallo? Also. Ja, ist okay. Brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Was ich aber brauche, das Secret Room. Und einige rote Herzen. Ich glaube, das zählt nicht als rotes Herz. Nein, das geht auch gut. Super. Überhaupt nicht das, was ich gebraucht habe. Überhaupt nicht. Trotzdem danke. Das ist aber etwas, was ich sehr gut gebrauchen kann. Lass mal das hier von vornherein ganz okay. Aber das hier. Weiterer Begleiter. Und das ist nur Sister Maggie. Was ein Hammer-Output heute. Ja, das wird gleich wehtun. Ich werde essentiell mit dem Soul Hearts die Ebene bekämpfen. Yeah. Hopp. Ich wollte das nicht mitnehmen. Ich bin übrigens ziemlich sicher, dass ich hier niemals Soul Heart Tinted Rocks erkennen werde. Ich glaube, das werde ich nie im Leben. Was ist ein Ohr eigentlich? Also das Ding, was diese Monstrous Lunge Tears verursacht. Oh oh. Jetzt sollten die mir nichts mehr können, glaube ich. Hoffe ich. Frank hat sich kein bisschen sehen lassen bisher. Das ist einfach nur ein kostenloses Vanity-Ding. Ich schreck mich doch nicht so. Schon gut übrigens. Man muss sowas nur ansprechen, dann... Dann passiert von alleine.
Alles gut, ich bin mir übrigens ziemlich sicher, dass ich aber nicht... dass ich an Prank nicht sterben werde. Das sollte man übrigens nicht anmerken. Für die Leute, die ein Tutorial zum Leben brauchen. Wie ich. Ich muss sagen, an sich ist das schon eine ziemlich gute Ebene. Wow. TSA Black Down ist okay. Was bist du? Mysterious Box spawns a music box with which plays a random song and lullaby. Enemies become sleepy. Him. Isaac gains speed and damage. Zamba, tears and piercing. Enemies randomly attack each other. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Ist möglicherweise besser als ich denke. Oder schlechter, meine ich. Aber. Ist das die Hymne oder die. Oder das andere? Ich weiß beim besten Willen nicht. Oh mein Gott, eine Widow. Macht mich sehr Angst eingeweckt, was? Bin sehr verängstigt von diesem Boss. Und der hat noch nicht mal angefangen zu dem Zeitpunkt, wo ich das, was ich gerade gesagt habe, sagen wollte. Oh, okay, ich denke, ich verstehe. Nein. Die Wisps von Soul of Bethany sind sehr, sehr hilfreich gewesen bisher. Ach komm. Ach Jungs, reicht doch jetzt. Nimm mich mit. Nimm mich mit. Hä? Teleport sie to the Angel oder Devil Deal. Hallo? Kann ich bitte? Wo ist ein Cursed Penny? Muss ich das hier? Nee. Dann soll ich gehe gleich weiter, aber. Hä? Ja, jetzt geht auch nicht. Jetzt, ja, ist egal. Ein Sabbel. Nettes Klatschgeräusch. Hat mir nicht mal drei Vanity. Das ist egal. Ist egal, nächste Ebene. In der nächsten Ebene haben wir nichts mehr mit Vanity zu tun. Hey, einmal kostenlos hier rein. Leider kein einzelnes Soul Art. Ein bisschen scheiße, aber hey. Angst. Angst. Alles gut. Alles gut. Nimmst du? Nee, er nimmt nicht. Glaube ich. Nein. So. Sollte ich gulpen, werde ich die Fliege mitnehmen. Sollte ich nicht gulpen, werde ich die Fliege nicht mitnehmen. Hol dir die Herzen, mein Freund. Das ist noch eins. Hallo? Geht doch. Schwarzes Herz? Hey.
Das ist das Schwarzherz, was ich wollte. Ich darf vielleicht ihm nicht alle roten Herzen geben. Ja, das hätte ich, glaube ich, schwer ausweichen können. Bei dem hätte ich schwer ausweichen können, glaube ich. Naja. Wünscht mir einfach nur ein wenig Glück, dass ich morgen im Rohstofflager bleiben darf. Für euch wortwörtlich vor 8 Stunden bis jetzt. Oder halt von oder halt jeweils eine halbe Stunde mehr. Ja. Wenn das irgendwer nicht mitnimmt, ist er doof. Oder hat einen ziemlich spezifischen Run. Oder eine Challenge. Challenge ist auch okay, aber. Nee, einfach so. Something's wrong. Klar, warum nicht? Wow. Beeindruckend. Wir müssen dran denken, wir brauchen eine Warp-Karte. Ja, da habe ich es jetzt nicht zum Mikrofon geschafft. Auch nicht mit meinem Kinn. So ein bisschen die Augen aufhalten. Ist keine Warp-Karte. Da komme ich sowieso nicht ran. Ach komm. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Hau ab. Das schwarze Herz hat getötet. Das ist schlecht. Ist auch wieso? Schwarze Herz soll nicht töten können. Weil wenn das nämlich töten kann, heißt das, ich habe Schaden genommen. Schaden ist schlecht. Ja. Schaden nehmen ist sehr schlecht. Gib mir die Chance. Dankeschön. Ich danke Ihnen. Secret Room. Secret Room. Reed ist tot. Wir haben die Gier bezwungen. Die Menschheit wird jetzt bessern. Sich bessern. Ja, ich muss nochmal einen deutschen Nachhilfe kurz nehmen oder sowas. Das ist auch insofern besser als Monstrous Lunge, dass ich jetzt auch weiß, wo die Tränen sind. Und das zu wissen, ist ist unfassbar viel. Ich habe das Gefühl, das ist schon der halbe Run. Das Ding ist aber, Ipecac. Weiß ich jedoch, wo die Tränen jeweils sind. Ich glaube, der Unterschied. Das gibt es mir jetzt. Ist klar. Der Unterschied ist. Junge. Der Unterschied, glaube ich, ist, dass Monstrous Lunge deutlich mehr. Moment. Scheiß jetzt mal kurz auf Monstrous Lunge. Wo ist mein Tinted Rock? Tinted Skull, wie auch immer. Nee. Der muss hier irgendwo sein. Und soweit ich weiß, kann der nicht im Secret Room sein. Ist er auch nicht. Hier war er nicht. Auch nix. Ach komm. Guck mir das nicht an, Spiel.
Migräne von. Oder vom exzessiven Spielen heute. Aber wir wollen denn da nicht mit Fingern auf irgendwen zeigen, oder? Wenn wir schnell sind, schaffen wir es sogar noch zu... schaffen wir nicht. Wir gehen gar nicht in die Richtung. Mann, bin ich blöd. Blöde. So. Okay. Kann ich mitleben. Könnte nur ich sein, aber ich habe das Gefühl, dass die Augen deutlich mehr Damage nehmen. Ist egal, gehen wir sowieso sofort wieder ab. Cool. Hier rein. Und dann runter. Ich sagte runter. Dankeschön. Schon wieder eine längere Folge. Ich weiß wieder, warum ich eine Isaac-Pause machen wollte. Aber ich weiß auch, warum ich weitermache. Ich weiß sehr gut, wieso ich... Nee, das nehme ich mit. Ich weiß sehr gut, wieso ich weitermache. Mega Bock auf dieses Spiel. Ja, nimm du die. Ja. Die Gegner haben einfach Pop. Könnte meinen, das ist cool, aber es hat nimm. Wenn du nicht anders kannst. Diesmal habe ich es gesehen, tatsächlich. Ich hoffe tatsächlich ein klein wenig auf eine Full Health Pille. Ich weiß nicht wieso, aber mein Herz hat gerade angefangen zu pochen wie wild. Well, mehr so nicht. Wie wild lässt glauben, dass es schnell gepocht hat, aber es hat stark gepocht für einen Moment. Also so richtig hart so. Vielleicht Angst gemacht so. Ist okay so. Ja, ich nicht. Ja, jetzt Play-Doh Cookie. Zwei random Tränen, aber zweimal random Tränen-Effekte. Eins davon gefällt mir deutlich mehr. Sollte das nicht eigentlich eine Chance sein? Also das mit den Pillen. Das. Nee, ist es nicht. Hey. Kleiner Doofmann. Nee. Also. Ich weiß auf jeden Fall, was ich gern gefunden hätte. Ich glaube, ich hätte gern den Brimstone gehabt. Ich meine, der ist noch nicht 100% vom Tisch, aber hey. Ich denke, wir wissen, wie wahrscheinlich das ist. Eine Wahrscheinlichkeit, die gegen 0 geht, aber nicht gleich 0 ist. Anime-Zitate mit Shiny. Wer kann mir sagen, welcher Anime das war? Der es mir in die Kommentare schreibt, kriegt ein Herz. Und das ist die erste Folge, bei der ich nur unter diesen Umständen ein Herz verteilen werde. Ich wollte gerade sagen, seid gewarnt, aber... Ich weiß nicht wieso, bevor ihr gewarnt sein sollt. Wenn ihr kein Herz haben wollt, dann nicht, schätze ich. Weil Herz haben ist offenbar eine schlechte Sache oder so. Schlüssel hätte ich gern. So. Serpent's Kiss wird wahrscheinlich nicht gerollt, getainted. Ich traue mich aber einmal reinzugucken. Dryad's Blessing. Tears have a chance to inflict enemies with germinated
Did enemies gain an aura around themselves, which increases that of any player's turn? Es klingt auf jeden Fall interessant. Also ich würde es nicht haben, aber es klingt auf jeden Fall interessant. So eine Stat-Up-Aura bei Gegnern. Ich muss schon sagen, klingt sehr interessant. Tatsächlich habe ich bei... wo wir gerade bei Zelda waren. Nicht bei Zelda, wo wir gerade bei Mario & Luigi Brothership waren. Vor 10, 20 Minuten. Hallo? Achso. In der Direct war auch ein Zelda-Spiel. Ich dachte für einen kurzen Moment, und in diesem kurzen Moment war ich auch sehr glücklich, dass dort, dass das die Remakes für, ja, gewisse Gameboy-Spiele sind. Aber nein. Das waren sie nicht. Ich glaube, das wäre ein Verbrechen, das mit, nicht mitzunehmen. Zwei von diesen Musikboxen. Dann noch potenziell noch zwei verschiedene. Ja, das ist ein bisschen spät, meinst du nicht? No effects. Google kurz was. Okay, also wie ich dachte, ich habe die Ich habe die bessere Dingensbox beziehungsweise die Car Battery Synergies installiert. Und kurz gesagt, die Alabaster Box würde mir nur ein Holy Trinket mehr geben. Will ich sagen, dass ich da nicht drin vertraue oder so, aber gibt aber auf jeden Fall bessere Dinge. Auf die man dabei hoffen könnte, wie zum Beispiel ein weiteres Angel Delight-In oder garantierte zwei Angel Delight-Ins oder mehr Soul Hearts oder sowas, die du wieder kriegst. Nee, hau ab. Das ist okay. Das ist okay. Warum so viele Something's Wrong killen? Was ist falsch? Erzähl es mir. Nee, nicht. Okay, dann halt nicht. Dann halt ein Sabbel damit. Junge, Junge, Junge. Geht der mir auf den Sack heute. Geh nochmal in den Shop. Vielleicht kriegen wir noch einen Reroll. Nichts Interessantes, außer das. Hematemesis. Eine gute Pille und Schwachsinn. Um es mal festgehalten zu haben. Wir gehen jetzt tiefer, beziehungsweise wieder hoch. Ich hab tiefer gesagt, was weiß ich. Ich sehe ein Licht. Hat jemand ein Trinket abgeworfen? Ja, was weiß ich. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Oh, jetzt werde ich meinen Lieblingsline in ganz Isaac nochmal hören. Habt ihr aktuelle Friday Night Funkin, ich nenne es mal News, mitbekommen? Dass man das Weekend-Update ein eigenes Update bekommen, das, ich weiß nicht, wie es heißt, aber Pitstop oder sowas. Und nochmal ein paar mehr Erect-Remixes hinzugefügt wurden, ein paar Bugfixes, dies, das, Ananas. Dann, FNF-Hit-Single hatte wohl ein Update, glaube ich. Mit einem Song namens Silly Billy. Was ziemlich silly klingt. Also der Name.
Mitglied selbst nicht so silly. Ziemlich extrem, würde ich fast schon sagen. Nee. Ich werde nur rote Herzen dafür aufgeben. Das war sehr beängstigend für den Moment. So, jetzt noch du. Oh. Wow. Dann gehen wir weiter. Keine Zeit für ein Judgment. Da haben wir eigentlich auch keine Zeit. Beziehungsweise keine Herzen für ein Judgment. War hier noch irgendwas? Über nichts. Hätte ich das tainten können? Nicht tainten. Das nehme ich. Hätte ich aus dem Tainted Treasure, also dem Tainted Item, eine Fliege machen können? Ah. So wie ich so drüber nachdenke, ist das eine sehr verlorene Chance, das herauszufinden. Ist ein bisschen früh dafür, aber hey. Nicht ein garantiertes Marm-Item, sondern wortwörtlich irgendein Item. Möglicherweise Godhead, möglicherweise nicht. Möglicherweise auch einfach fucking Sacred Heart. Wir werden es sehen. Denn wir haben auf jeden Fall noch ein garantiertes Item vor uns. Und das ist normalerweise ein Marm-Item. Denn in Home gibt es ja so eine spezielle Marm-Kiste und da sind, wie gesagt, nur spezifisch Marm-Items drin. Nicht Dad. Marm. M-A-M. Seht ihr? Marm. Ich hab grad wieder drüber nach... Nicht gerade. Letztens wieder drüber nachgedacht, wie vergänglich einige Dinge sind. Zum Beispiel meine Oma. Vor 3-4 Monaten waren wir noch relativ regelmäßig da, eigentlich nicht, aber relativ. Man, mir auch traurig, dass wir so, ich sag mal, selten da waren, aber hey, jetzt zu spät. Tears remove enemy creep. Nehmen wir mit, warum nicht? So. Für eine Fliege lasse ich da tatsächlich gerne ein Herz da. Wir haben mich viel zu wenig Fliegen mitgenommen bisher. Und jetzt gehen wir da nicht mehr hin, weil sie wohl schon zu weit in der Demenz ist. Ich werde vielleicht eine Triggerwarnung aussprechen, aber hey, nehmt das als eure Triggerwarnung. Kumpel! Hallo? Geht. Doch. Punkt. Ja. Angst. Bin ich gerade erst 2 Herzen ausgegeben? Down. Super. Nee, das kann ich leider nicht mitnehmen. Ich brauche den Blitz zwischen meinen Fliegen. Der ist zu stark. Und dafür sind es zu viele davon. Nimm mit den Schlüssel. Da wollen wir hin. Aber wir wollen auch noch mehr Herzen, also. Ja. Erstmal Ebene zu Ende erkunden. Ah, ich glaube, die Dinge werden überschrieben, die Revelations-Ebenen. Oh. Ziemlich interessant. Ach so, und der Tag, an dem ich über meine Oma nachgedacht hatte. Okay.
Der Tag, an dem ich noch über meine Oma nachgedacht habe, mit der Demenz und so, habe ich auch ein Video gesehen. Kannst du Minecraft mit Demenz durchspielen? Und ich denke, ich habe, wenn das akkurat war, Demenz deutlich besser verstanden als durch jede Erklärung vorher. Ich meine, ich konnte es mir denken. So. Aber annehmen ist nicht verstehen. Glauben ist nicht wissen. Sagen einige Leute gerne. Bin einer von diesen Leuten. Wow. Nur kann ich leider nicht nachvollziehen, wie die Leute damit sich fühlen, wenn sie merken, wie das ist oder was sie haben oder dass sie schon wieder was vergessen haben oder sowas. Das ist... Ich bin sehr neugierig, was das angeht, tatsächlich. Ja. Der Run neigt sich dem Ende zu. Ich habe langsam weniger Zeit zu erzählen. Muss mir langsam überlegen, wie lange, was ich nachmache und wie die Superstar-Saga macht. Denn das dauert nicht mehr lang, das weiß ich. Was genau das zu Deutsch... Ach komm. Was genau das zu Deutsch hat, heißt... Hat. Keine Ahnung. Wir werden sehen. Vielleicht einfach mal ein Luigi 2. Was in Time. Burger-Tears. Die sind doch stark. Vor allem mit so einer geilen Magician-Karte und so vielen Tränen auch noch. Also, das will ich mir gönnen. Das werde ich mir gönnen. Verstehe. Ich verstehe. Und wenn das Item in Home nichts taugt, dann habe ich immer noch Abyss. Dann kann ich es tauglich machen. Stammzelt ist okay. Will ich mir nicht haben. Ich glaube, dafür bin ich nicht schnell genug, oder? Ich glaube, da hat sich trotzdem gelohnt. Hier ist ab. Also, das ist nun wiederum gut. Gehen wir erst da runter. Schwarzmarkt. Na gut. Wie mache ich das? Machen wir das erstmal. Ne, machen wir nicht. Wir machen das so. So. Dann droppt uns leider kein Item. Wir haben keinen Shop mehr, aber hey, gut zu wissen. Also erstmal da. Dann... Brother Bobby, warum nicht? Bringen wir den Kerl. Und geben ihm hier noch 2 Soul Hearts, mehr nicht. Also Soul Hearts, mehr nicht. Ich kann nicht zählen. Ist auch gut. Es wäre ein bestimmt guter Wisp gewesen, aber hey. Piercing Tears? Ich brauche keine Piercing Tears. Wir erkunden die restliche Ebene weiter. Wir haben nämlich noch Geld zum Beispiel. Ich glaube, wir haben viel zu viele Herzen ausgegeben gerade. Also so insgesamt. Das ist okay. Macht meine verlorenen Herzen wieder wett, sag ich mal. Ah, das lief ganz nett.
Wenn Caves 1 oder 2? 1. Wenigstens kann das nicht mehr lange dauern. Übel, übel, sprach der Dübel und verschwand in der Wand, wo ihn niemand mehr fand. Allerhand meinte die Wand und nahm's dem Dübel übel. Ja, das habe ich von einem YouTuber. Und ja, ich erwähne ihn öfters. Nein, es ist nicht möglich. Wisst ihr was? Schreibt mir doch mal eure Favorites aus der Direct in die Kommentare. Meins war auf jeden Fall das Mario und Luigi. Damit haben wir jetzt alle Mario RPGs. Sehen wir einfach mal Mario und Rabbids mit dazu, auch wenn ich es hasse. Alle richtigen, vernünftigen, guten und Mario und Rabbids auf einer Konsole. Wir haben Pentagramm ausgelassen. Ne, Pentagramm ist kein Dings-Item. Wir haben einen Item-Room ausgelassen. Ha. Gut zu wissen. Gut zu wissen, aber hey, wenigstens war es ein Damage-Up. Gehen wir mit ganzen 8 Damage in den Dings-Fight. Es sei denn, wir kriegen noch einen Damage ab. Darauf will ich aber nicht hoffen, weil... Wie wahrscheinlich ist es? Keine Ahnung. Nicht sehr. Nicht sehr. Hey, es ist noch möglich, dass wir einen Bagger kriegen. Also... Ja. Kumpel. Einfach nicht sterben, ne? Der wollte und wollte nicht sterben. Kiste, 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 Kiste. Flitze ich hin wie ein Carrera RC Autobahn Auto. Hört aber auch richtig fast. Diese Drecksdinge. Kann mich vage dran erinnern, aber mein Vater hatte mal so ein selbstgebasteltes Mini-motorisiertes Auto und so. Weiß nicht, was damit passiert ist. Weil eines Tages war es einfach weg. Als verkauft, als weggeworfen. Was hat er damit gemacht? Wir werden es niemals wissen. Ach man. Ich suche nicht nach dem Ding. Fünfmal bombe ich mich auch einfach hier raus. Ach komm. Im schlimmsten Fall. Ich denke, das ist schon ein ziemlich starker Run. Ich glaube, damit Ice to meet you. Okay, das ist wirklich, wirklich stark. Das ist wirklich stark. Beth's Ascent. Nein. Um Thaddeus in der allerersten SpongeBob-Folge zu zitieren. Nur ein bisschen weniger der Thaddeus-Motivation. Alles okay. Kein Angestellter will ein Thaddeus sein, aber nicht jeder Künstler kann ein Thaddeus sein. Ja. Die Likes dürfen gerne sich einen anderen PC suchen. Ich denke, muss es nicht zu erwarten. Nicht anders zu erwarten aktuell. Hier liegen ziemlich viele Mini-Shards von diesen Dingern rum. Und diese Viecher fliegen auch noch. Lag ab. Das sind alles Burger-Tiers. Boah, zumindest sehr großteilig. Oder zumindest zu sehr großen Teilen. Da könnte noch ein Damage-Up bei sein. Da war kein Damage-Up bei.
Yeah. Der Raum war Zeitverschwendung. So, letzte Ebene? Letzte Ebene. Moment. Ich bin hinhören. Just can't do this anymore. I'm sorry. Please don't leave us. I'm sorry, Isaac. Da war's. Ich weiß nicht, was an dieser viel zu undeutlichen Stimme für so ein Mikrofon mich so sehr trifft, aber yo. Irgendwas daran trifft mich mehr in die Feels als die Voiceline selber. Das ist wieder so einer der Momente, da fällt mir das englische Wort, aber nicht das deutsche ein. Aber hey, wenigstens ist das kein Shiny-Problem, sondern ein Problem von Leuten, die bilingual leben. Ja. Elf Luck. Das ist super. Kumpel. Reck doch jetzt. Ah. Irgendein Wort für sterben konnte Jodl eine Weile lang nicht aussprechen. Ich frage mich, ob das immer noch so ist. Der zahlt nicht aus, schade. Mir denken können. Und sollen. Das war beabsichtigt, keine Sorge, ich habe auf Herzen gehofft. Denn Messol hat's mitnehmen. Ist immer gut. Du weißt auch wieso. Weil das heißt. Mehr Stats. Stat-Ups. Versteht ihr das, Leute? Außer wenn ich Damage nehmen kann, Herzen spawnen und ja. Das war Damage. Ich habe heute ein Video gesehen, das behauptet, dass Silly Billy, das Lied, von dem ich vorhin geredet habe, aus dem einen neuen Friday Night Funkin' Mod Update Ding, Hit-Single, das soll wohl ganz Friday Night Funkin' gerettet haben. Also, das glaube ich auch, also ganz sicher. Sind nicht die super guten Mods mit richtig guten Liedern, die hin und wieder gedroppt werden, wie Marius Madness, Hypnos Lullaby oder ich sag auch einfach mal Sonic.exe 2.0, weil mir spontan nichts anderes einfällt. Es ist nur Silly Billy. Ich habe jetzt nicht zum Beispiel von Marius Madness ziemlich viele Dinge in meine YouTube-Verlaufliste drin, weil ich nicht. Können wir mal darüber reden, was Bad Day für ein gutes Lied war? Ich weiß bis heute nicht, welches Lied die da reingemixt haben. Das ist irgendein Lied, das du normalerweise im Radio hörst. Ich weiß, aber ich kenne es nicht. Darum kann ich euch den Namen nicht sagen. Also ich kenne es schon, aber ne? Nur vom irgendwann mal von meiner Mutter im Radio gehört. Das war's dann. Punkt ist. Bad Day. Super. Wisst ihr, es gibt eine Sache, die ich daran hasse, lange Haare zu haben. Ich war gerade duschen. Vor 2-3 Stunden. Und dadurch, dass meine Haare nass sind, ja, immer noch. Pille? Okay. Hey, Fliege. Dadurch, dass die Haare nass sind, habe ich ein Handtuch um. Und okay, wir haben auf jeden Fall das Damage-Up-Ding und eine Lullaby, glaube ich. Ich
Ich glaube, ich sollte so langsam aufhören zu feuern erstmal. Ich sagte und macht gleich weiter. Jedenfalls, die nassen Haare sind ja an sich schon etwas schwerer. Aber. Ja, mach das so. Aber. Okay. Was will ich sagen? Was wollte ich sagen? Achso, Handtuch und Haare ziehen Nacken runter. Das sorgt für Aua. Steht ihr? Machen wir Burgertiers. Schön, dass der Lord dein Schäfer ist. Kannst du bitte sterben? Hab ihn. Ja. Ja. Eilung, bitte nicht crashen. Wir sind schon bei 1:11. Ach stimmt, der hat ja zwei Phasen. Das dauert 100% wieder ewig. Ich glaube, der hat eine schlechtere Boss-Armor, kann das? Ja. Komm schon. Ich habe keine Lust auf diesen Teil des Kampfes. Der ist nicht besonders schwer, aber auf jeden Fall besonders nervig. Ich habe eine viel zu lange Range. Und diese Range sorgt dafür, dass meine Tränen unfassbar lange da sind. Kannst du jetzt bitte stehen bleiben oder so? Was halt einfach dem beim Labern zu. Vielleicht könnt ihr euch irgendwas für Religion abgewinnen oder so, was weiß ich. Komm. Er hält an. Hört euch an, wie sehr der Typ diese Voicelines fühlt. Ja, das ist der von den Pillen. Und Karten. Wir brauchen im nächsten Spiel einen Announcer für alle Items, wenn es irgendwann ein neues Spiel gibt. Was war das denn gerade? Achso. The Lamb oder so. Tja. Jetzt nehmen wir uns zurück und warten. Ja. Hallo? Katzin hat kurz gelaggt. Finde ich super. Nee. Das Stärkste an denen ist, die können so an der Seite rausfliegen. Damit verschwinden dann einige von den Burgertiers. Das heißt, wir sind auf jeden Fall nicht auf ewig so langsam. Ah.
Oh hey, ich schieße nur noch eins. Eine Träne. Das ist okay. Macht die ganze Sache deutlich lagfreier. Übrigens ziemlich sicher, dass ich das jetzt so schaffen werde. Besonders weil wegen Magician, da kann ich mich... Da muss ich nur grob in die Richtung schießen. Ich sehe die gar nicht mehr richtig, die fliegen. Lullaby und ich weiß nicht, was das andere ist. Naja, ist egal. Solange er Damage nimmt. Könnte die... Ich glaube, das ist die, wo die Gegner sich gegenseitig angreifen. Ich sag's öfter, Glauben ist gut, Wissen ist besser. Habe ich vorhin erst gesagt. Aber manchmal müssen Spekulationen sein. Spekulatius. Weil man sonst das Gesamtbild nicht verstehen kann. Warte ab, wir fliegen. Manchmal ist es schlichtweg nicht möglich. Wisst ihr? Ich habe einige Videoideen, aber ich kann die nicht umsetzen, weil ich schlecht in allem, was dafür notwendig ist, bin. Ich werde da aber demnächst mal mit anfangen und einfach hoffen, dass ich es auf die Reihe kriege. Uhu. Oder ja, ich brauche, um es auf die Reihe zu kriegen. Aber wenn ich es dann auf die Reihe gekriegt habe, habe ich wenigstens die Klarheit, dass ich weiß, wie ich das nächste Mal mache. Weil das ist so ein Video, das kann eine Videoreihe werden und zwar sehr gut. Oder es sollte auch eine Videoreihe werden können. Oder ist quasi wie dafür gemacht. Genau, genau, hol du sie dir. Ja. Nein, der hat das Herz nicht bekommen. Schade. Sehr schade. Dieses Video dauert deutlich länger als gedacht. Eigentlich noch auf dem Dragon Balls Minecraft Server Dingens weiterspielen, aber scheinbar nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung, aber es sieht auf jeden Fall aus, als wäre da ein Damage Up mit bei. Ich glaube. Und ich glaube, ich könnte sterben. Achso, stimmt. Der geht ja, der macht ja nicht den Screenwrap. Wie hieß das nochmal, wenn es vertikal ist? Oder was? Nee, vertikal stimmt schon. Screenwrap ist das, wenn du von links rausgehst und rechts wieder reinkommst. Wie war das, wenn du unten rausgehst und oben wieder rauskommst? Hm. Ich weiß nicht. Eigentlich auch egal. Wir besiegen jetzt Bestia. Ja, das ist ein Skin-Mod. Nein, ich habe sie nicht, weil Horny installiert. Ja, ich hasse einfach nur The Beast. Aber hey, sowas passiert. Bei einem Design, das hässlich sein soll. Ja, da... Scheiße. Komm. Bleib bei ihr, little, kleiner Demon Bagger. Hab deinen Namen vergessen, Dark Bum. Fuck, 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 fuck. Ich will das Herz haben. Gib mir das Herz. Danke. Sind auch nochmal nicht Damage Up. Auf jeden Fall Stat Ups. Was auch ein Damage Up sein kann. Ho, 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 ho.
Oh, die hat einen Brimstone auf ihrer Brust. Tatsächlich sogar leicht cool. Ich sehe gerade ihre Zähne, die machen mich leicht sauer. Machen mich leicht sauer. Ich wüsste aber gern, wo meine Broken Ohr-Tränen hin sind. Ich sag's. Ich jinx es. Es kann nichts mehr schief gehen. Wir haben quasi gewonnen. Sagt er und fliegt fast in einen dieser Stacheln rein. Ich habe immer noch diesen Boss, der Mom generell durch Bestia ersetzt. Nicht deinstalliert, fällt mir gerade auf. Mach ich gleich nach dem Video. Echo Chamber ist super stark. Jedenfalls, das mache ich jetzt gleich. Liken, kommentieren, abonnieren, Glocke. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Wenn euch mein Content gefällt, schaut euch gerne auf meinem Kanal. Und ansonsten würde ich sagen, bis dann. Ciao. Ich habe diese Folge noch nicht sie eingeblendet. Also habt ihr hier noch einen kleinen Moment mit ihr. Und jetzt sage ich tschüss. Ciao.